So, damit herzlich willkommen zur nächsten Folge von Golf with your Friends. Und mein heutiger Friend ist der Dr. Professor GTA oder auch der Professor. Guten Tag. Hi. Hi. Und einige von euch kennen diesen Herren vielleicht schon von Minecraft tatsächlich, ne? Das kann man ja mal an der Stelle so erwähnen. Weißt du? Ja. Weil da machst du tolle Musik. Genau. Immer wenn ich Langeweile habe. Okay. Mann, ich hätte auch gern so viel Langeweile. Warum hast du so viel Langeweile? Ich will auch. Das ist eine gute Frage. Warum habe ich so viel Langeweile? Ja. Okay, das heißt lange gedauert. Warum hast du eine Kappe auf? Das ist schon mal die allererste Frage, die ich mich da... Oh, das war gar nicht mal schlecht. Mein Golfball hat immer eine Kappe auf, der friert sonst. Guckt dir mal die Landschaft an, den wäre doch sonst kalt. Ja, richtig. Da kommen wir auch gleich zur nächsten Sache. Wir spielen heute die Map Freezing in the Woods. Die vom gleichen Macher gemacht wurde wie Chillin' in the Woods, nämlich vom guten Herbstwerk, der echt coole Golfkurse macht. Das muss man ihm einfach mal lassen. Auch das hier sieht wieder sehr, sehr schön aus. Da ist nämlich ein Nussknacker im Brunnen. Ich hoffe, das hast du jetzt noch gesehen. Ein Nussknacker. Ja, so ein Typ. Oh Mann, das ist nicht gut. Das war nicht gut. Kannst du das Spiel denn eigentlich gut? Naja, bei mir ist meistens so, der Anfang läuft immer ganz gut. Ja. Dann ist zwischendrin mal eine Bahn, die läuft komplett kacke und dann wird der Rest auch komplett kacke. Okay. Ich verstehe. Dann eskaliert alles. Oh, der Schneemann hat seinen Kopf verloren. Das ist sehr traurig. Aber er hat einen Hockey-Stick. Toll. Ja, gucken wir mal. Hast du schon mal irgendwelche Custom-Maps gespielt? Tatsächlich bis jetzt noch nicht, nein. Okay. Krass. Also ich bis jetzt auch wenig, nur halt in den letzten Folgen. Also insgesamt 3. Von daher bin ich da auch noch recht neu drin. Aber in der Anfang hier sieht das schon mal ganz gut aus. Ja. Ich frage mich gerade, ob das die Chillin' in the Woods Map ist, nur als Winterding. Das wäre natürlich mega doof. Mal schauen. Oh, das kann sogar sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Naja. Aber es sieht zumindest sehr anders aus, ne? Mal schauen. Ich kann mich zumindest nicht mehr so sehr erinnern, aber ein bisschen was kommt mir schon bekannt vor. Glaube ich. Ach, was weiß ich. Ich habe doch ein Sieb hier. Mein Golfball macht nicht das, was er soll. Warum? Was soll er denn machen? Weiß ich auch nicht. Mit Loch rollen. Ich verstehe. Dann sieht das schon mal besser aus. Ja. Ich bin mal einen Schlag mehr als du. Wo muss ich eigentlich lang? Achso, da vorne. Hm, ja. Hm, ja. Hm. Ja, ja. Kann man das irgendwie so machen? Nö. Ach Mann. Okay, so ist das nicht gedacht. Oh, ja, toll, ja. Verkackt mal noch ein bisschen weiter, ich muss ein bisschen aufholen. Ja. Jetzt steck ich im Schnee fest. Boah, der war nicht schlecht. Ach, da ist ein Pfeil, okay. Der Pfeil sagt, wir müssen da lang. Lag ich jetzt einfach mal da lang. Oh. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Folge dem Weg des Pfeils. Oh, das ist ja ein süßer Pfeil, ey. Voll klein. Hä, das ist schon das Loch? Ja. Hä? Warum? Ich fand's auch eigenartig. Du hast euch 3 Schläge gebraucht. Toll. Okay. Achso, man kann übrigens auch... Wie ging das denn nochmal? Irgendwie konnte man, achso, mit C. Drück mal C, dann kannst du die Map anschauen, per Freiflug sozusagen. Ja, die auch noch gar nicht. Ja, siehst du mal, so fair bin ich, da ich dir sowas sag.
Aber kein Freiflug, ich habe das Loch schon gefunden. Oh, oh, oh. Oh Mann. Bist du schon... Achso, ich dachte, du wärst schon drin. Nein, knapp daneben ist auch vorbei. Oh! Oh. Ich habe meine Facecam gleich an. Naja. Braucht man in diesem Spiel eine Facecam? Ich weiß es nicht. Ich hatte sie aber bisher immer an. Dann muss ich sie auch jetzt anmachen, eigentlich. Glaube ich. Wenn du sie immer anhattest, dann... was muss man hier tun? Keine Ahnung, ich schlage einfach durch die Gegend, bis irgendwann hier ein Loch auftaucht. Okay. Ja, ja, uff, das war gar nicht mal schlecht. Aber es hat ein bisschen was gefehlt. Schade. Ich glaube, das wird schon wieder so ein Band, der mich abfacken wird. Meinst du? Ja. Warum? Okay, doch, ich habe eingeloggt. Ja, ich auch. Sehr schön. Nett. Also ich glaube, wenn man die Bahn richtig gut kann, dann schafft man es auch in einem Hole-in-One. Oder? Ja, durchaus. Und die hier auch. Die kann man bestimmt auch in einem One schaffen. Ja. So nicht. Ja, ich kann aufholen. Ja, leider. Nein, nicht leider, das ist gut. Ja, du musst ja alles hier. Spannung. Warum zeigt der Weihnachtsmann rechts? Ist eigentlich egal. Aber ich höre auf ihn. Weihnachtsmann, ja, sag mir den rechts. Weg. Oh, ja, das ist, glaube ich, egal. Jetzt was probieren, vielleicht klappt's ja. Probier mal was. Nein, hat war ein Versuch wert. Boah, ich wäre fast runtergefallen, das wäre nicht so gut. So, und jetzt muss ich noch rein. Nein, 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 nein. Ja, das hast du an sich gut erkannt. Nur falsch umgesetzt. Was? Ja, nur falsch umgesetzt, richtig. Aber die Erkenntnis war schon mal da. Oh Mann. Ups, das hast du nicht gesehen. Nee, hab ich auch nicht. So, okay. Wie soll das hier funktionieren? So. Ja, 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 genau so. Okay. Ich glaube, das war gar nicht schlecht. Oh Gott. Oh Mann. Das war besser als erwartet. Komm, der ist drin. Jawohl, Junge! Muss das noch irgendwie aufholen. So. Vollgas ist immer gut. Ich wollte eigentlich die Facecam anmachen. Fällt mir gerade wieder ein, muss ich gleich mal machen. Mach's jetzt so voll heimlich während der Aufnahme. Oh fuck, da hätte man abkürzen können. Na, das muss man natürlich wissen. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht wichtig. Nicht wichtig. Mhm. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das Chillen in the Woods ist, weil ich dumm bin und keine Ahnung habe, wie die letzte Karte vor einer Folge aussah. Weil eine Folge ist halt auch schon wieder ein bisschen her. Das ist das Problem, weißt du? Kommt es denn irgendwie bekannt vor? Phasenweise, aber jetzt nicht so, dass ich sagen könnte, yo, das ist das. Weißt du, also so, Ja. So, ich mach jetzt auch mal die Facecam an. Hallo. Toll. Besser spät als nie. So. Da muss warum? Ach so. So, ich bin im Loch. Ja. Ich hab noch ein bisschen überlegt, was hier abgeht. Und das ist... Hä? Warum gibt's die Außenrumbahn überhaupt? Um dich in die Irre zu führen. Ja, ist echt so. Ich merk's. So. Auf jeden Fall schon mal das Loch. Ja, Das ist genau so gedacht. Ich hab das denselben Fehler gemacht. Oh Mann. Versuchen wir doch mal das hier. Oh, das war gar nicht mehr schlecht.
Mach ich dir das jetzt kackendreist nach und bei mir klappt es natürlich besser. Oh Mann. Ist nein. Das mein scheiß Ernst? Ja, ist es übrigens. Ach Mann. Guten Tag. Jo. Die Kamera ist ein bisschen zu niedrig eigentlich. Ich leg mal einen Taschenrechner drunter. Wird sich doch mal diesen Freiflug nutzen. Sehr interessant. Das ist mega interessant. Das ist vor allen Dingen sehr praktisch. Ja. Das muss man halt einfach mal so sagen. Gut, dann schlagen wir einfach mal auch so durch. Ja. Ja, ja, das ist scheiße. Cam macht, was sie will, aber sie hält, glaube ich. So, ja, ich weiß genau, was man hier tun muss. Oh Gott, ich weiß genau, was man hier tun muss. Ich krieg's nur nicht hin. Das ist wieder so eine Bahn, wo ich verkacke und wahrscheinlich 12 Schläge brauche. Dann bist du aber out of stroke. Ich weiß. Das ist nicht gut. Ja, ja, ja. Oh, fast. Schade. Hier kann man auch einen Hole in One schaffen, ey. Ich weiß ganz genau, dass es hier so übelste Suchtis gibt, die das ganz easy in einem Hole in One schaffen und sich denken so, yo, was wollt ihr eigentlich? Warum stecke ich jetzt im Schnee, ey? Okay, das war lustig. Jo. Jo. Ich auch. Ja, ne? Und ich glaube, das wird was. Da! Ah. Schön. Das hast du gut gemacht. Okay. Eigentlich müsste man doch einfach nur so machen, oder? Ja. So einfach ist es doch nicht. Dann mache ich dir das jetzt mal nach. Ja, schade. Das wäre fast genial geworden. Das wäre fast genial geworden, aber leider nur fast. Nein, nein, nein! Oh Mann! Ich sollte mal nichts unterlegen, was so mega schief ist. Bald hab ich's. Das ist ja noch schiefer. Ja, das geht. Toll! So. Was muss man hier machen? Einlochen. Gehen wir davon aus, ja. Es läuft immer auf selbe raus. Doch Mann, ja, das war sehr gut. Oh, du hast gar nicht so schlecht geschlagen gerade. Deine Idee war auf jeden Fall. Oh ja, oh, oh. Oh, ah, ja. Ja. Ist ja viel schneller als ich. Das ist unfair. Dö. Jei! Okay, war nicht perfekt. Oh, ich hasse ja so Endings, ne? Auf dem Hügel, da gibt's auch eine in der Oasis-Map. Okay, das habe ich hinbekommen. In der. Ja, das mit dem Hügel. Weißt du, was ich meine? Das ist schrecklich. Ja, ja. Ich krieg das nie hin. Ach, du auch nicht, okay. Also jetzt gerade habe ich es irgendwie hin... Okay, du schwebst bei mir, das ist auch gut. Jetzt gerade habe ich es irgendwie hinbekommen, aber ich weiß nicht wie. Oh ja. So, hat doch irgendwie geklappt. Das ist eine sehr schön gestaltete Map. Und das war's auch schon, ui. Okay. Tja, wie fandest du denn diesen Golfkurs? War irgendwie, war der ganz cool. Ja, ne? Die Golfbahnen sahen alle irgendwie auf dem ersten Blick recht einfach aus, waren aber dann doch dann ein bisschen schwieriger, als sie aussahen. Das stimmt, ja. Das kann man, glaube ich, so festhalten. Ja. Wollen wir noch eine Map machen? Ja, machen wir noch eine. Gut, das machen wir dann in der nächsten Folge. Du hast das Schlusswort. ja, dann danke fürs Zuschauen und... ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Das war schön.